von Bornbach-Dahlbrücke. Nicht Bornbach, sondern Born. Born to be wild, könnte man auch sagen. Born, geboren, wild geboren. Born to be wild. Geboren, um wild zu sein. Ja? Zwei Stunden und über Zerquetschte. Mehr. Ja, ja, dass ich hier nicht rechts fahre, ist klar. Bin 5,6 Kilometer rechts ab Wetzlar Kreuz auf die B45. Oder? Auf die L3020 E40 Abfahrt 30 AS Wetzlar Ost. Anschlussstelle, AS heißt Anschlussstelle, Wetzlar Ost. Übrigens, für diejenigen, die es noch nicht gewusst haben, AK heißt zum Beispiel Autobahnkreuz. Ich überlege immer, was heißt eigentlich AS? Autobahnstraße kann es ja nicht heißen. Nein, das heißt Anschlussstelle. Schilder nicht so anguckt, ja, da kommt die Baustelle und gleich danach kommt der Unfall. Deswegen dachte ich, weil hier gerade Stau ist, ist hier der Unfall. Aber nein, der Unfall ist auf der A5. A5 E40, wieso ist es auch die A5, die E40? Wir sind doch auf der E40. Nein, wir sind auf der E41. Die A4 E40, da kommen wir gerade her. Komisch, die A5 heißt auch E40. Auch nicht schlecht. Also das vor mir ist nicht der Spanier, so wie es aussieht. Der fährt ganz vorne. Baustelle, wo er meint. Okay. 60, pass auf. Pass auf, wollte ich sagen. Pass auf. Pass auf. Wetzlar, Gießen, Lanau. Ja, schon wieder Schnupfen. Pollenflug. Nein, ich habe keinen Heuschnupfen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ah.
sitzen die Kaninchen am Straßenrand und fressen Gras. Natürlich. Die Kaninchen. War ja klar. Mir kommt gerade ein Kollege angeschossen, aber der fährt auch wieder runter. Wahrscheinlich daran, dass das Licht so hoch ist, du Arschloch, du Blödes. Wenn wir mal richtig am Rädle hier drehen, Licht runterdrehen, pissen wir hier. Ach so, ja. Ganz schnell zerlegen. So blöd bis zum 3, bis 3 zu zählen. Komm ich schon wieder in den Schlingern hier. Gehen wir es mal runter. Nee, machen wir hier.
Er übertreibt es aber maßlos, der Aachener hier. Sag mal, was hast du denn geladen? Eier? Wir fahren 22 km/h. 22 km/h. Ich gucke ja unten auf dem Dach rum. Ja, das kann spaßig werden heute noch. Also selbst wenn ich voll geladen bin, fahre ich nicht so in die Kurve. Tut mir leid, ehrlich. 930. Er scheint irgendwie ein Gasproblem zu haben. Nur 50. Wir bleiben jetzt bei 60. Baulich getrennt, zweispurig. Wie viel? 80. 3,6 Kilometer noch. Weißt du was? Du kannst schon ja hier auf der Straße schleichen, wie viel du willst. Das ist mir wurscht. Schleich du ruhig mit einer 60 Gang lang. Ich fahre meine Geschwindigkeit hoch. Lass ich dich fahren und gut ist. Na, du bist ja. Das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Das verstehe ich nicht. Man muss aufpassen, wenn ein Kollege vorausfährt, der fährt mit 60 auf einer Straße, wo er eigentlich 80 fahren darf, so du setzt zum Überholen an und er gibt plötzlich Gas und dann klebst du nebendran. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Führerhaus am Führerhaus bin, kurzer Blick nach drüben, mal kurz gegrinst, ne? Die schönen Honigkuchen quert hier und dann, servus mein Freund, hallo, komm mal kurz rüber zu dir, treffen wir uns mal in der Mitte, dann wird er abgedrängt, dann wird in die Leitplanke gedrückt, sei LKW, man warte, wie schnell der in der Eisen steht. Ich lass mich doch nicht verarschen von solchen Kollegen. Da kenne ich gar nichts. Aber wenn sich die Spiegel berühren, ist mir wurscht. Und Dora überholt? Oder überholt er nicht? Also was fand ich an der Vollidiot, ne? Mit seinem scheiß Motorrad. Was das für Vogel ist. Chopperfahrer. Vollidiot. Und niemand. Da kann ich das machen. Sonst hätten wir es schon längst gehört. Moment, mal kurz
Silbersee. Ja, Schanz am Silbersee. Winnetou Teil, schlag mich tot, Teil 2, Teil 3, Teil 10. Ich weiß es nicht. Wir haben immer noch eins live drin. Das glaube ich jetzt an dich. Bayern 1. Nee, AR, WDR 2. Was haben wir denn noch? Nein, aus. Meine Fresse, gehört aus, du scheiß Gerät, oder? Gießener Nordkreuz, 1600 Meter. So, wie viele Kilometer haben wir denn bis zum Unfall? 18, 16 oder 18 Kilometer steht da. Irgendwas mit 1,6 oder 1,8. Man kann es nicht lesen. Ich brauche eine Lupe dafür. Alter Mann, der nichts mehr sehen kann. Nö, doch, das reicht schon. Dafür reicht's noch. Das, was ich sehen muss, will ich gar nicht sehen. Oder was ich sehe hier, will ich gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen. Ich fahre hier mit Schallklappen. Soll ich mir vielleicht auch mal besorgen. Scheuklappen. Dann muss ich nicht alles sehen. Dann links fahren, natürlich auf die A5 Richtung Kassel. Richtung Kassel, das ist der Unterschied. A5 Richtung Kassel, man kann auch sagen A5 Richtung Frankfurt. Wir wollen ja nicht nach Frankfurt, wir wollen ja auch nicht nach Kassel. Wir wollen ja Richtung Erfurt eigentlich. Aber die A5 geht nach Kassel, beziehungsweise auf die A7. Nach Kassel. Und da wollen wir ja hin, auf die A7. Und dann, wenn wir auf der A7 sind, geht es dann Richtung Kassel oder Richtung Erfurt. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, wir fahren auf der A7 Richtung Frankfurt. Hä? Wie kommt man von der A7 nach Frankfurt? Ganz einfach über die A5. Das heißt ja nur Richtung. Ich habe das in einem Beitrag gesehen, da haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass er gesagt hat, der Sprecher Richtung Hannover oder Richtung Kassel oder Richtung Frankfurt oder was der Geier, was der da gesagt hat. Haben die Leute sich darüber aufgeregt? Die A7 geht doch gar nicht nach Frankfurt. Nein, eigentlich nicht. Aber über die A5. Wenn wir jetzt gesagt kriegen, man steht jetzt zum Beispiel hier in Gießen. Du fährst Richtung Kassel. Das heißt, du musst über die A5, von der A5 auf die A7 Richtung Kassel fahren. Wenn der jetzt sagt, auf Richtung Würzburg auf die A5, auf die A7 Richtung Würzburg. Die nächste Ausfahrt rechts runter, bist du da, zum Beispiel. Ungefähr, so ungefähr. Wenn er sagt Richtung Hannover, dann fährst du an Kassel vorbei. Dann interessiert dich Kassel nicht, dann interessiert dich Würzburg nicht. Dann fährst du Richtung Hannover. Kurz vor Hannover geht es dann rechts, links, was der Geier, übers Kreuz, A2, A1, blub. Ist wurscht. Man muss zuhören, wenn die Leute was erzählen.
wenn die Leute dann sagen, zum Beispiel, da ist ein großer Parkplatz und du kommst hin, das ist kein großer Parkplatz. Das ist ein großer Parkplatz? Das ist kein großer Parkplatz. Hallo? Da merkt man schon, die Leute sind nie weiter als bis zum Dorfende kommen. Die sind nie weiter bis zum Dorfende kommen, die wissen nicht, was ein großer Platz ist. Habe auch schon gemerkt, dass der Fernlicht an das Ohr schon so blöd ist. Das ist ja interessant. Ich habe Fernlicht an, aber es interessiert mich nicht. Großer Parkplatz. Ich verstehe unter einem großen Parkplatz was anderes, was der Kollege mir letztens gesagt hat. Großer Parkplatz. Alles klar. Das ist ein großer Parkplatz. Die Leute haben sie irgendwie heute mit Fernlicht. Heute mit falsch eingestellten Licht. Die Lichter sind wieder normal. Keine Probleme damit. Also ich muss jedes Mal, wenn einer mit Fernlicht vorbeifährt, muss ich dann über ins Fenster reingucken, damit mich die nicht blenden können. Doch Schwachsinn, ey. Macht man das Fernlicht aus? Sind wir bei den harten Daten hier auf der Autobahn oder was? Fast das Gefühl. Fünf Stunden und drei Minuten haben wir gut gemacht. Bis jetzt. Also 5 Stunden und 3 sind wir im Grünen. Quasi. 178 Kilometer, jetzt will ich schon die Minuten als Kilometer lesen. 2 Uhr 56 ist angekommen. 2 Uhr 26 ist die Fahrzeit. So rum. 2 Stunden 26 Minuten Fahrzeit. 2 Uhr 56 ist angekommen. Nee, nicht ganz, weil wir müssen ja vorher noch Pause machen. Wir haben nur 2 Stunden Fahrzeit. Da gibt es auch einen Einkaufsmarkt, da wo man steht nachher. Da werde ich nachher noch mal kurz einkaufen. Krautsalat oder irgendwas in der Richtung. Schmeckt nicht. Also der Krautsalat, muss ich sagen, schmeckt nicht schlecht. Also egal von welcher Firma man den Krautsalat kauft, also der schmeckt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin begeistert. Und dann über Kleinigkeiten. Weil wir heute stehen. Wahrscheinlich wieder bei Erfurt. IKEA Erfurt. Und wir würden über Nacht fahren. Auch nicht. So, hier links fahren. Der meckert gerade wieder. Wir fahren hier zu schnell. 80 ist hier, ist mir doch egal. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Schneid gerade ein bisschen die Kurve. Moment, kein Augenblick. Wenn eine hinter mir wäre, wäre es mir scheißegal. Jetzt muss ich so in die Eisen steigen. Weil die Kurve schaffe ich nicht. Mit 90. Mit 80.
85, 90 und einschalten. Tempomat, meine ich. So. Erfurt, 189 Kilometer. 56,2 Kilometer geradeaus. Rheinhardt-Hain. Schwein nicht den 11. Gang ein. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Und der Pomat ein. 91. Na, Busfahrer, komm heute nochmal vorbei. Da muss ich in die Bremse drehen. Chemnitz. Ein Chemnitzer. Die nächste Tanke 31 Kilometer. Rheinhardt-Hain müsste das sein. Oder Reichhardt? Reinhardt. Reinhardt. Was ist jetzt Rhein? R-A, R-I, Reinhardt, Reinhardt-Hain. Kann ich mir noch einen Kaffee holen? Wenn ich bloß noch Laune habe. Selber ist Etzo und Lavazzo. Boah, die stehen da wieder drin, ne? Zweispurig. Parken sie wieder. Kassel, A5, sag ich doch. Wir haben genug Zeit, wir könnten auch nach Hause fahren. Nee, nicht wirklich. Das wäre lustig. Mal eben so 100 Kilometer außen rumfahren, um nach Hause zu kommen. Und dann wieder 100 Kilometer. Ja. Hierher fahren, um auf der A4 Richtung E. Ich weiß noch nicht, ob ich den Job annehme bei der Firma.